Langeweile. Solange in der Japa und im Gebet eine gewisse Wahrnehmung Sri Krishnas vorhanden ist, lässt sich das Verweilen ganz gut aushalten. Tritt sie zurück, so überkommt die Seele leicht eine ausgesprochene, manchmal geradezu tödliche Langeweile. Was soll ich hier eigentlich herumsitzen? Die Zeit verdrödeln? Ist es nicht sinnvoller zu arbeiten, einen Kranken zu besuchen oder ein Buch zu lesen, das mir wenigstens vernünftige Anregungen gibt? Dann empfindet man das Verweilen bei Gott als die perfekte Zeitverschwendung. Dies sind immer wieder Gedanken, die einer betenden Seele durch das Herz ziehen und sie zum Aufgeben drängen wollen. Es ist wirklich nicht einfach, in diesem Zustand immer wieder den inneren Blick auf Radhishyam zu richten. Die früher erlebte, geschenkte Anziehungskraft fehlt einem. Wozu bin ich denn hier? Um Gott, zu dem ich ewiglich hingehöre, zu ehren. Und nicht, um mich zu unterhalten. Krishna kann gut verzichten auf meine tiefsinnigen Erörterungen und mein glühendes Beten. Er hat mich nicht nötig, und was immer ich für ihn tue, dies legt seine Würde, Seligkeit, seinem Glück keine Spur hinzu. In meiner Zeit des Gebetes geht es nicht darum, um etwas zu erleben, danach etwas zu haben, oder um mich zu vergnügen und eine kurzweilige Zeit zu verbringen. Japa ist das Eintreten in die ewige Funktion des ewigen Lebewesens. Warum bin ich also ärgerlich, dass äußerlich nichts geschieht? Geschieht denn wirklich nichts? Doch, ich schenke ihm Zeit, die er mir Ewigkeit schenken will. Ich will jetzt in meiner Zeit des Gebetes ausschließlich für ihn da sein, der ewiglich ganz für mich da ist, als gäbe es außer mir nichts und niemanden auf der Welt. Sadunam Ridayam Dvaham, Srimad Bhagavatam 9.4.68. Auch in der Langeweile erachte ich ihn für so wertvoll, alles andere um seinetwillen beiseite zu tun und nur auf ihn zu warten, bis es ihm gefällt, sich mir auf seine Weise zu offenbaren und zu schenken. Dies setzt aber das Ertragen dieser Langeweile und stumpfen Pein voraus. Denn mein ungeduldiges Zappeln und Mühen führt mich nicht einen Augenblick eher zu Krishna heran. Langeweile bedeutet, dass der Verstand nach mehr Anreizen verlangt, nach geistiger Nahrung und dass sein Hunger nicht gestillt wird. Man könnte ihn zu stillen versuchen, indem man eine Zeitschrift liest, telefoniert, im Internet surft, den Fernseher einstellt, spaziert. Man kann aber auch gelangweilt und ruhelos bleiben und beobachten, wie es ist, gelangweilt und ruhelos zu sein. Sobald man diese Gefühle bewusst wahrnimmt und eben nicht einfach den Ablenkungen nachgibt, sind sie plötzlich von einem Raum der Stille umgeben.